Eine weitere Woche in Animal Crossing. Let's go to the city beginnt. Und wir haben Post. Wahrscheinlich von Rosi jetzt, oder? Ja, genau. Der Brief von Rosi, der letztes Mal nicht angekommen ist, ist da. Und ein weiterer von Schneemiel, denn wir haben ja wieder was Tolles gebaut. Also ihn. So, was bekommen wir heute für ein Item? Die Schneemannuhr. Okay. Und von Rosi haben wir den Brief bekommen. Hey Niklas, kann es sein, dass du mir irgendwas von mir willst? Rate mal, was dem Brief beiliegt. Überraschung, ein Überraschungsgeschenk. Hoffentlich freust du dich, Rosi. Okay, die haben also echt, diese Briefe haben immer so zwei Teile. Der eine ist persönlichkeitsabhängig und der andere ist meistens persönlich. Das finde ich sehr interessant. Na gut. So, die Schneemannuhr ist klar. Und was bekommen wir von Rosi noch so Tolles? So. Ein Naturschränkchen. Okay, coole Sache. Das kenne ich überhaupt noch nicht, das Item. Das hatte ich noch nie. Und das heißt schon was. Ich zock schon Ewigkeiten Animal Crossing. Das hatte ich noch in keinem Spiel. Was ist das denn für ein Ding? Vielleicht kenne ich das, aber ich kenne es nicht unter dem Namen. Ja, das ist es wahrscheinlich. Sieht aber gut aus. Hat halt auch Holzlook, also kann ich auch aufstellen. Ich glaube, das stelle ich mal für die Hundehütte auf, oder? Oder wo passt es denn am besten hin? Die Kitsch. Na, oh! Sofa wollte ich eigentlich da lassen. Mein Gott. Ich habe übrigens meine Uhr nicht gestartet. So, jetzt. Designer-Sofa erstmal wieder hinstellen. Ja, mal die Kitschuhr. Stell mal das Schränkchen hin. Wenn ich darf. Ja, das sieht doch ganz toll aus. So. Das passt zum Sofa, muss ich sagen. Sehr gut. So, und die Schneemannuhr wollte ich in den Schrank packen, genau. Wir haben ja da ein ganzes eigenes Fach für die Schneemann-Sachen. Sind auch einige mittlerweile zusammengekommen. 2, 3, 4, 5. Okay, 5. Der Schlitten. Den Schlitten packen wir mal hier in die Spalte. Das heißt, wir haben schon die Hälfte. Ich glaube, es gibt immer. Wobei es. Boah, wie war das denn in Let's Go to the City nochmal? Ich glaube, da gab es 10 Items, ne? 10 Items und Teppich und Tapete. In New Leaf sind es immer 11 Items. Also 11 Möbelstücke. Da gibt es ja auch zum Beispiel Wanduhren oder irgendwas halt, was man in die Wand hängen kann. Das geht hier noch nicht. Weiß ich gar nicht, wie es jetzt hier war. Ich meine, da gab es immer 10 pro, 10 Items pro Reihe. Aber auch das müsste ich nochmal nachgucken. Und da ist ein Fisch, der einigermaßen groß ist. Ich habe beim letzten Mal leider keinen Koi-Karpfen mehr bekommen. Ich weiß nicht. Habe ich euch wahrscheinlich dann nicht mehr. Ich habe euch nichts mehr rangeschnitten. Vielleicht kriegen wir heute noch einen. Na, wir kriegen erstmal wieder einen Stiefel. Toll. Das macht natürlich Hoffnung. Okay. Dann angeln wir halt wieder einen Stiefel. So. News gibt es offenbar auch nicht. Okay. Gehen wir direkt mal hier zu Wuff und gucken, ob hier irgendwas Neues ist. Nein, nicht zu. Ja, doch zu Wuff. Mein Gott. Wieso verwechsel ich die eigentlich momentan? So, hey. Oh ja, nicht genau Uhrzeit, so weiß ich nicht. Aber hier ist jemand durchgekommen. Das hätte Vinci sein können, so denke ich. Okay. Fundsachen? Ja, also im Moment so eine so. Briefpapier, Ringheftpapier, nehmen wir mit. Du möchtest Ringheftpapier? Jo, es geht klar so. Ja, Vinci will ich jetzt eigentlich nicht mehr was zu essen geben. Also ich will kein Design haben. Wir sind auch, glaube ich, voll, oder? Ja gut, das könnten wir noch auswechseln, klar, aber. Ich weiß nicht. Muss das sein? Eigentlich nicht. Beep, beep. Kümmern uns erstmal um die Geldsteine, beziehungsweise gucken, ob hier unser Geldstein sich befindet. Und gehen dann natürlich flugs zu Nook, weil wir müssen unbedingt die Rübenpreise checken. Es ist Montag, da kriegen wir meistens sowieso keine guten Rübenpreise, aber vielleicht, ne? Vielleicht. 104 Sterne haben wir gestern bezahlt bei Sigrid. Heute sind sie wahrscheinlich wieder so low bei irgendwie, keine Ahnung, 88 Sterne oder sowas in der Richtung. Habe ich da gerade ein Kreuz gesehen? Ja, tatsächlich. Eine Falle, mein Gott. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber nehmen wir mit. Drakonia ja sauber halten und so. Gucken, ob Samson mittlerweile mal. Okay, er ist im Haus. Das heißt, es könnte sein, dass er Umzugskartons im Haus hat. Das könnte sein. Nee, der ist immer noch. Ey, sag mal, willst du nicht mal langsam ausziehen? Du wolltest mal ausziehen. Oh, Hans, hast du mich schon vermisst, Mann? Nein, ich werde so ausziehen. Vorsicht, Computer, was? Hat der Computer gesagt? Na gut. Ja, der hat irgendwie doch noch nicht so Lust auszuziehen. Das dauert echt lange, mein Gott. Das dauert auf jeden Fall länger als in New Leaf.
Aber gut, in New Leaf kann man die auch direkt davon überzeugen, nicht auszuziehen. Wenn man sagt, nee, du bleibst hier, dann bleiben sie auch da. Hier haben die doch schon noch ihren eigenen Kopf. Deswegen ist es auch eigentlich gut, dass man noch eine längere Zeit hat, sich da voll zu labern und davon zu überzeugen, dass sie hier bleiben sollen. Sonst wäre Rosi auch schon längst weg. Oh, der sieht groß aus. Das könnte ein Kolkarpfen sein. Und? Nee, ein normaler Barsch. Karpfen. Aber der ist gefallen, ne? Angenehmster N. Heute ist es ganz schön kalt und trotzdem scheint die Sonne. Hm, ich habe gehört, an Tagen wie heute kann man Nordlichter sehen. Jedenfalls hat Manu das gesagt. Naja, wer weiß, wie viel davon wahr ist. Ach, das ist aufregend. Tja, es ist vor allem ganz schön, wenn es hier gerade so warm ist bei uns, dass man hier noch im Winter spielen kann. Jetzt hat die Zeitverschiebung doch was hier. Oh, guten Tag. So, ja, du siehst energiegeladen aus. Na, dann mal los. Auf die Gefahr, mich jetzt wie ein müder Rentner anzuhören, aber ich mag es, langsam zu gehen. Heutzutage rennen viele nur noch in ständiger Hast umher, aber Geschwindigkeit ist nicht alles. Wenn man gemütlich vor sich hin spaziert, sieht man die Welt mit anderen Augen. Da ist was Wahres dran. Ja, dann auf zu den Rübenpreisen und erstmal mit Manu reden, hey. Yo, man. Ich hoffe, es geht dir heute gut. Ich wollte dich was fragen. Kennst du Jennifer aus Babylon? Hey, man. Ja, sie hat das wahrscheinlich entworfen, ne? Nein, tut mir leid. Nee? Schade. Ich hätte gehofft, etwas mehr über den Schöpfer meines Designs zu erfahren. Ja, da musst du schon bei Nintendo anrufen. Keine Ahnung. Oh, da haben wir was. So, sehr gut. Vielleicht ist das ja auch das Maximum in Let's Go to the City. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist mir egal, wer da gerade geredet hat. Oh, da ist aber jemand enttäuscht. Wahrscheinlich Rosi. Ja. Toll, Geralt. Toll gemacht. Mann, Mann, Mann. So, erstmal Sternis. Stacken. So, sehr schön. Haben wir ein ordentliches Sümmchen zusammen. Und dann gucken wir mal, was Snook im Angebot hat und vor allem, was seine Rübenpreise sind. Hey, yo. Ja, für eine Rübe bekommst du heute 80 Sternis. Ja. Lag ich so falsch gar nicht mit meinen 88. Das hier ist ein Azurschrank. Haben wir den schon? Wahrscheinlich nicht. Azurmöbel sammle ich auch so ein bisschen. Azurkommode und ein Azurtischchen. Aber einen Schrank haben wir noch nicht. Das heißt, den werden wir uns jetzt gönnen. Pflanzen können wir eigentlich auch mal gebrauchen. Haben wir auch noch keinen im Haus. Nee, ein Azurspind heißt der. Okay, gut. Die Pflanze nehme ich aber auch mit. Ein Panda-Rosa-Bonsai. Ja, kostet so 1800 Sterne. Nicht so. Bitteschön. Viel Spaß damit. Ah, die Samurai-Tapete. Die haben wir noch nicht, glaube ich. Nehmen wir mit. Ja, vielen Dank. So, 2660 Sternis. Und der Kohleboden, den kriegst du 1000 angeboten. Ja, ich weiß. Sorry. Nehmen wir die Punkte mit dir. 3 Punkte erhalten. Blablabla. Wie sieht's eigentlich aus hier? Und nächste Stufe brauchen wir noch 4000. Genug Punkte. Heftig. Na gut. Ich würde gerne noch verkaufen, und zwar das Ding. Ach, die Kitschow kann ich eigentlich auch mal gerade wegwerfen hier. Das brauche ich auch nicht, und die beiden, ja, wobei, das behalte ich, den Bonsai wollte ich einfach nur da drin haben, im Katalog, genau wie die Samurai-Tapete, so. Gut. Zedernbäumchen nehmen wir mit, und die Blumen natürlich auch. Ich hätte mir jetzt aber eigentlich mal, ich muss mir das eigentlich mal aufschreiben, 80 Sternis haben wir jetzt hier angeboten bekommen. Also 184. Also 104 und 80, nicht 184. Aha. So. Und wir suchen mal nach den Kugeln. Vielleicht sind die hier irgendwo. Nein, hier nicht. Gut. Geldschein haben wir gefunden. Wir waren bei Nook. Haben schon ein bisschen mit den Bewohnern geredet. Keulkarpfen haben wir noch nicht gefangen. Finden wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Ganz random. Sind ja auch eher selten, ne? Oh, da haben wir ein Kreuz. Mit einem Fossil. Ach stimmt, ich habe gestern noch eine Feuerblume gefunden.
Also ein Mario-Item, das können wir gerade mal auf unseren Mario-Tisch stellen, wenn wir da vorbeischauen bei uns. Die habe ich abgeschossen aus einem Geschenk, während ich den Keukarpfen gesucht habe. Ja, können wir mal aufstellen. Wollte ich nur erwähnen, weil ich die Fossilien, das ist eine Fossil, was ich hatte, glaube ich, auch in meine Briefe gepackt habe. Und ein weiterer Gyroid. Es war, meine ich mal, so, dass wenn man Gyroiden vergräbt, also wenn man sie ausgräbt und wieder vergräbt, dass sie dann irgendwie, dass da nur noch Fossile kommen. Fossilien. Habe ich, meine ich, mal irgendwo gelesen. Ob das jetzt gestimmt hat, weiß ich nicht. Machen wir auf jeden Fall mal. Ich will eigentlich gar keine Gyroiden mehr. Ich will lieber Fossilien haben. Weil ich die zum einen noch fürs Museum brauche und zum anderen bringen die mehr Geld. Wenn man sie eben dann verkauft. So, wir gucken, ob unser Zehnerbäumchen gewachsen ist hier. Jo, das wächst und gedeiht. Hervorragend. Ja, wo pflanze ich denn jetzt weiter? Ich wollte ja eigentlich mal meine Axt mitnehmen. Wegen den Zederbäumchen. Na gut. Pflanzen wir hier noch eins. Das ist zwar direkt neben dem Weg und so. Und ich weiß nicht, ob das wächst wegen Fluss und so. Aber ja. Wir wollen ja die Schneiderei auch so ein bisschen einhäusen. Mit Bäumen so. So. Ne? Einmal rundherum so. Dass halt wirklich so ein bisschen magisch aussieht, der Ort. So ein bisschen zumindest. Deswegen, ja. Muss auch davor was hin. Und da haben wir eine Goldrüstung. Nee, nicht das Vierer-Outfit. Die Goldrüstung. Sieht sehr interessant aus. Die will ich haben. Auf jeden Fall. Und die Narrenkappe, weiß ich nicht, brauchen wir die? Nein, nicht die Rubinbrille. Die Narrenkappe. Sieht ganz witzig aus, ne? Nee, nehme ich nicht mit. Nee, nee. So, wir reden mit Sina. Auch wenn wir nicht wirklich mit ihr reden, weil sie immer dasselbe sagt. Ich glaube, es ist doch gar nicht mehr so wichtig, sie anzulabern. Wir müssten jetzt wirklich erstmal wieder in der Großstadt mit, wie heißt sie? Samtea reden. So, Geralt, was hast du gerade eigentlich mit Rosi gemacht? Ah, bin eben einem genialen, aber brotlosen Künstler begegnet. Ja, ich verstehe nicht viel von Kunst, aber in der Stadt verhungert keiner. Ich habe ihm ein Butterbrot gegeben, worauf er mir fast um den Hals gefallen wäre. So, ja, er hat mir sogar eins seiner Bilder gegeben. Ja, wie gesagt, ich will jetzt eigentlich kein Bild von Vinci, deswegen ist der mir eigentlich relativ latten. Und wir haben ja gehört hier gerade, dass Geralt ihm schon was gegeben hat an Essen, also verhungern wird er angeblich auch nicht. Ich will jetzt ja eigentlich schon fast noch die Schneekugel finden und dann könnten wir eigentlich schon wieder zum nächsten Tag skippen. Ich will ja hier gar nicht mehr viel machen, momentan. Wir brauchen einfach Geld durch die Rüben und wir brauchen, ja, Eier, wir brauchen Eier. Wir brauchen einfach das Geld und dann können wir da auch wieder was machen. Das heißt, wir müssen einfach mal ein bisschen Offscreen-Geld machen, auch durch Rüben und durch sonstige Sachen. Und ich denke, das werde ich machen. Also ein bisschen Offscreen spielen. Also auch mit Rüben eine ganze Woche auch gerne mal. Und dann einfach so besondere Ereignisse rausschneiden und euch zeigen. Aber nicht mehr alles. Und ich glaube, damit können wir eigentlich jetzt schon anfangen. Also nach diesem Part. Weil so langsam, ne? Ihr seht ja auch, hier sind wir jetzt innerhalb von einer Viertelstunde auf jeden Fall mal durch. Den Dailies. Zumindest mit denen, die ich machen will. Dailies könnte man auch darunter verstehen, in die Großstadt zu fahren oder sowas, aber gut. Da gibt es eigentlich nicht wirklich was Daily, oder? Naja. Auf jeden Fall nichts, was ich jetzt unbedingt jeden Tag machen will. Chrisetti haben wir jetzt auch schon getroffen. Ich würde es gerne trotzdem weiter versuchen, dann natürlich bei ihm reinzukommen, weil es da witzige Sequenzen gibt, aber wir haben jetzt immerhin schon mal die Silberschaufel bei ihm bekommen. Was passiert eigentlich, wenn man in eine Falle reinrollt, würde mich mal interessieren. Mit der Schneekugel. Könnte interessant sein. So. Proportionen stimmen. Ist zwar ein bisschen klein, aber die Proportionen stimmen, glaube ich. Ich wollte nicht sentimental werden, aber ich bin wahrscheinlich wieder perfekt, oder? Ja, er ist perfekt. Sehr schön. Wir bekommen ein sechstes Item. Perfekt. So. Ja. Ein Fossil haben wir gefunden. Hier ist wahrscheinlich das andere, genau. Die Fossilien lage ich jetzt mal unten in den Briefen. Das ist die Gießkanne, genau. Und hier oben haben wir die Feuerblume. Die will ich noch gerade im Haus aufstellen. Den Azurspind in den Kühlschrank packen.
Und dann sind wir soweit. Erstmal wieder durch. Vinci, wie gesagt, ich will kein Design von ihm haben. Ja, und den Keulkarpfen. Ach, finde ich eh nicht. Okay. Sehr gut. Dann skippen wir also mal so ein bisschen durch die Woche. Ach, okay, komm, ich mach die Musik aus, weil der Powerstern geht sowieso immer wieder an. Dann sei es halt so. Das ist eigentlich voll der falsche Weg gewesen, aber egal. Ja, komm, packen wir einfach hier rein. So, und hier hinten packen wir jetzt die... Wobei, das ist ja ein Item, ne? Das muss man ja hinstellen, wirklich, die Feuerblume, oder? Wobei, nee, was waren die Feuerblume genau? Nee, das war so ein Ding. Aber kann man es auf dem Tisch packen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Doch, sehr gut. Bam, 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 bam. Macht doch schöne Feuerblumengeräusche. Jetzt haben wir also schon 3 Mario-Items. Nice. Okay, schön. Dann würde ich sagen, war es das ja eigentlich schon, oder? Ja, ich glaube, ihr schneidet euch einfach schon mal was Cooles ran, was so in den, in den nächsten Tagen passiert ist. Weil wir halt jetzt daily-technisch nicht mehr viel zu tun haben. Okay, vielleicht geben wir doch... Komm, wir geben gerade noch den Winchen für sich, okay? Komm, machen wir. Kriegen wir zwar ein unnötiges Design für, aber... Ja, komm, wir haben noch einen Platz. Machen wir das. Aber ich wollte auch das Dunkle behalten, ne? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Wollte ich das Dunkle oder das Helle behalten? Und ich bin doch ein Dödel, ne? Ich habe da, glaube ich, sogar das Falsche überschrieben. Wenn ich mich nicht täusche. Beim letzten Mal. Ich wollte auch eigentlich eins ohne Seerosen haben. Ja, aber ich wollte auf jeden Fall das Dunkle, glaube ich. Das andere sieht ja aus wie so ein Eisteich. Nee, nee, ich wollte das Dunkle haben, genau. Dude, komm, Vinci, komm her. Wo bist du? Ich weiß, dass du hier irgendwo rumgeisterst. Bitte schön, komm her. Hunger muss essen. Ja, hier, guck mal, ich habe einen Pfirsich dabei. Oh, danke, gutes Essen. Muss sofort essen. Danke, danke. So gut, schmeckt so gut, macht satt. Jetzt kannst du Design haben, aber musst löschen. Na klar. Wo willst du es hinhaben? Da. Olli fabelt so ein schönes Stück. Nimm noch schöner, wenn du es nimmst. Ja, so glücklich, so schön. Ja, das ist halt ui, wirklich toll, ne? Das ist, boah. Das will ich mir sofort irgendwo aufhängen. Ich habe leider gar keine Ahnung, wie ich das färben müsste. Ich glaube so in etwa, ne? So sieht Olli doch, glaube ich, aus, ne? Machen wir das noch pink? Ich glaube, das kommt ungefähr hin. Keine Ahnung. Ich will den Hintergrund aber nicht orange haben. Den machen wir jetzt rot. So. Schön. Perfekt. Das nehmen wir auch wieder. Was mache ich da eigentlich? USB-Tastatur. Olli. Farb. Ne. Bindestrich kennt er nicht. Wo gibt es denn da einen Bindestrich? Ach, hier. Farb. Bild. So. Schön. Okay. Gut, dann war es jetzt aber wirklich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht schneide ich auch noch was ran. Aber ich denke, ich werde eher ganze zusammengeschnittene Parts machen. Mal sehen, mal sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn ihr noch Bock habt. Bis dahin. Tschüss. Oh, der will noch was von mir, der Geralt. Warte, stimmen die Gerüchte. Du besitzt wirklich eine Goldrüstung. Ja, tatsächlich. Sehr gut, dann möchte ich dir einen Handel vorschlagen. So. Ja, hier, komm. Bitteschön. Wollte ich eh wieder loswerden, auch wenn ich sie gerne habe, aber ich will sie jetzt gerade nicht bei mir haben, so. So, bitteschön. Hat er auch gemacht.